Folge God of War Ragnarok. Wir sind letztes Mal in der Zwergenstadt hier angekommen, wo alle Angst vor uns haben. Und wir haben ein Bogen-Upgrade für Atreus bekommen. Und jo, alles klar. Und jetzt. Jeder Außenseiter gilt als Bedrohung. Dient das dem Schutz der Zwerge? Es klingt so. Aber wie ich Odin kenne, steckt noch was anderes dahinter. Also, hier verstecken sich auch alle. Odin hat seine Klauen wirklich tief in diese Welt geschlagen. Aber es gibt keine Wachpatrouillen. Wir sind wohl keine Bedrohung. Wozu verstecken? Statuiere ein Exempel an dem, der sich wehrt. Und der Rest bleibt gefügig. Selbsterhalt kann selbst die Tapferkeit des Stärksten überwiegen. Durch Furcht sind sie sicher und am Leben. Mhm. Wo führt mich das jetzt hin? Irgendwo sein. Vielleicht klopfen wir einfach an Türen und fragen nach dem Weg. LOL. Das ist der Weg, den ich gegangen bin. Meine Orientierung ist wieder am besten. Gehen wir einfach weiter. Ja. Zum Glück war Sindri da draußen, sonst wäre mir das nicht aufgefallen. Okay, jetzt wird es ein bisschen weitläufiger, habe ich den Eindruck. Ich glaube, da ist etwas. Wo? Das sind Vögel. Entschuldigt die Störung. Ich bin kein Vertreter. Ah, das kann man nicht kaputt hauen. Das sieht nach... Okay, kann man da irgendwie interagieren? Nö. Hä? Was war das? Habe ich mir wohl eingebildet. Okay. Da geht's nicht lang. Da kann ich rein. Ziehen Sie mit L2 auf das Erz und drücken Sie 4, um einen Schallfall abzuschießen. Achso. Entschuldigung, aber wir suchen. Hier egal, was ihr wollt. Kein Essen, keine aufmunternden Worte, kein Verschwinde. Das kann man noch netter sagen. Okay, wir gehen erstmal hier hin. Ja, ich hab's bemerkt. Atreus, mach die mal weg. Dieses Gevieh nervt. So. Eine Brandbombe vom Kopf der Anti-Odin-Propaganda während Dürlins Rebellion. Sie war ziemlich brillant, bis sie zu weniger subtilen Mitteln des Widerstands griff. Mhm. Ich kann hier hoch. Ist das jetzt der richtige Weg? Wartet. Von da hinten bin ich gekommen, ne? Ja. Dann schauen wir mal kurz, was es hier gibt. Da bin ich eine Ebene höher. Da kann ich mich durchzwängen. Da ist ein grüner Kristall. Das sieht nach Gegnern auf jeden Fall dann aus. Das sieht doch gut aus, oder? Nicht wie ein Wohnhaus. Wenn er hier ist, sollte ich vielleicht das Reden übernehmen. Du. Ja, er soll keine Angst vor uns kriegen. Du bist ein Hühner mit einem abgetrennten Kopf am Gürtel. Wo er recht hat, hat er recht. Stimmt irgendwie. Also gut. Und Kratos ist nicht der kommunikativste Mensch. Das muss man noch dazu sagen. Also mit jedem neuen, den er kennenlernt. Naja, sagen wir mal so, er schließt keine Freundschaften. So, Atreus, das kannst du auch kaputt haben. Als ob da jetzt nur ein Gegner drin ist. Ey,
Okay, ich habe gedacht, da ist was Tolles drin, aber da ist nur ein Gegner drin, okay. Dann auf zur Taverne. Mal gucken, ob da jemand drin ist. Ich nehme mal den grünen Kristall. Oh, Stimmung. Man hört Musik. Ist der das? Irgendwie ist er hier alleine. Hi. Hallo. Seid auf der Hut. Offenbar sind Eindringlinge unterwegs. Oh, das sind bestimmt wir. Tja, wenn ihr vorhabt, mich zu töten, lasst mich erst mein Lied beenden. Dieser Alarm war genau der perfekte Ton. Wir suchen nur nach einem Freund von uns. Er heißt Dürlin. Wir wissen beide, dass das nicht stimmt. Dürlin hat keine Freunde mehr. Aber wenn ihr das wollt, nehmt diesen Weg dort hinten. Dann seht ihr das Sicherheitsbüro gleich jenseits des Flusses. Aber macht uns anderen bitte keinen Ärger. Ich versuche mein Bestes. Und während ihr durch diese Welt reist, räumt ihr vielleicht das Chaos von diesem Kopf weg. Welches Chaos? Erkläre ich später. What? Und was ist das? Ich will von diesem Chaos hören. Die Maschinen in der Bucht. Warum fragst du nicht den arroganten Schädel? Kopf! Ich habe Haut! Aber er hat recht. Ich habe einen Fehler gemacht. Wir sollten sie ausschalten. Dienste Asgard. Aufträge. Gefallen in Dienste Asgard. Altjochs Maschine steht auf einer Insel mit einem riesigen Gerüst. Das Gerüst könnte sich als nützlich erweisen, während wir die Insel auskundschaften. Kann man das auf der Karte irgendwie sehen? Ich bin hier, das kommt noch, ne? Da war ich auf jeden Fall noch nicht. Ja, okay. Tut mir leid, eines noch. Wobei, ich beschenke euch, also sollte es mir nicht leid tun und ihr solltet dankbar sein. Egal, hier, Vorsicht damit. Was ist das? Wunderschön. Danke, Sindri. Es ist wunderschön, nicht wahr? Und auch sehr nützlich. Damit kannst du alles finden, was dein Herz begehrt. Wirklich? Solange dein Herz die Orte begehrt, zu denen du und dein Vater gemeinsam reisen wollt, dann ja. Es ist ein Kompass. Ja, ein wunderschöner Kompass. Jetzt los mit euch. Zeigt das mir versteckte Sachen an? Hallo? Kompass und Karte. Zwergenkompass und Karte können Kratos zu Zielen führen. Drücken Sie die linke Seite der Touchpad-Taste, um zur Karte zu springen. So, jetzt kann ich was anklicken, ne? Kann ich auch hier was anklicken? Zum Kompass hinzufügen. Drücken Sie L3, um die Karte auf aktuelle Position zu zentrieren oder aus einer aktiven Kartenmarkierung zu wechseln. Ich bin da. Ja, wir kommen da noch gleich hin. Denke ich mal. Die Seitenleiste zeigt den Fortschritt der laufenden Aufgabe. Drücken Sie rein. Schön, dass das als jetzt ein Spiel erklärt wird. Ich habe das schon lange vorher herausgefunden. Folgen Sie den goldenen Symbolen, um auf dem Pfad zu bleiben, oder verfolgen Sie Gefallen, indem Sie die blauen Symbole auf den Campus heften. Jetzt habe ich da oben so was Assassin's Creed-mäßiges. So. Ah, und jetzt wird mir das auch da oben angezeigt. Sehr, sehr schön.
Man kann wahrscheinlich immer nur eine Nebenmission gleichzeitig aktivieren, wenn man mehrere aktiv hat. Kommt. Bestimmt gibt es hier ein Boot. Das hoffe ich. Bei Sindri klang es, als wäre Durlin eine Art Rebellenanführer. Aber ihm scheint niemand zu folgen. Wäre ist hier das Schlüsselwort, kleiner Bruder. Da hinten war ein Dock. Vielleicht liegt dort ein Boot, wenn wir zu Durlin kommen. Ja, aber hier kann ich rein, so wie es aussieht. Das war nicht alles. Vielleicht treffen wir den einen oder anderen Zwerg hier drin. Aber das sieht nicht so aus. Oh, mit Meteranzeigen auch. Hat der Kompass. Das ist natürlich auch top. Naja, ich versuche halt alles genau unter die Lupe zu nehmen. Wir werden dann schon irgendwann darüber stolpern, ohne dass ich den Kompass brauche. Hoffentlich. Ich bin hoffentlich nicht auf ihn angewiesen. Kann man die Fässer kaputt machen? Ja. Ne, den Wagen kann man kaputt machen, die Fässer nicht. Da ist auch bestimmt was drin, ne? Oder? Nein. In den Eimern? Auch nicht. So, oh, da ist ein Portal. Das bringt mich aber wahrscheinlich nur zum Anfang zurück, ne? Also bei den Portalen, die ich schon aktiviert habe. Welten zum Reisen verfügbar. Drücken Sie X, um die Karte zu öffnen. Ja, ganz am Anfang hier gibt's eins. Da. Ah, und man kann so hin und her schalten. Man muss das nicht per Analogstick machen. Das ist auch schon mal gut. Und später, wenn wir noch in die anderen Welten reingehen, dann kann man hoffentlich auch zwischen den Welten reisen. Okay, machen wir weiter mit unserer Bootsfahrt. Gleich bei den Felsen. Hinter mir ist ein Gebäude. Vielleicht sollten wir dorthin. Kann man das irgendwie kaputt machen? Wahrscheinlich nicht. Aber die Bootssteuerung für Kurven ist etwas, naja, gewöhnungsbedürftig. Was ist damit? Der Skalde hat recht, mich zu beschuldigen. Sie waren meine Idee. Wenn Zeit ist, sie sind in der Bucht gleich hinter dem Tunnel. Ja, dafür haben wir bestimmt Zeit. Da kommen wir so wie das... Ich dachte, Link mit Suspect würde die Karte sofort auswählen. Aber ist anscheinend nicht so. Also, so wie das aussieht, kommen wir da, denke ich mal, automatisch dran vorbei. Wir werden es auf jeden Fall absuchen. Kann ja nur von Vorteil sein. Ich würde es begrüßen, wenn wir uns die Bergbaumaschinen im See auf der rechten Seite ansehen. Man sieht von hier aus die Rauchsäulen. Mhm. Aber wenn du jetzt nicht erkunden willst, zu Dödlin kommt man offenbar durch das offene Tor links. Alles klar. Und wo lang gehen wir? Aber hier ist auch eins. Wir können mal erstmal nach rechts gehen. Was ist das da? Wir könnten uns vor Tiers Rettung noch vorbereiten. Liegt bei dir. Okay, jetzt öffnet sich die Spielwelt ein bisschen weiter. Vitals Runenkraftfrau, einzigartige Ressourcen. Ein Trank aus dem Tau des Weltenbaums bewirkt dauerhafte Vorteile. Ich habe den Rest nicht schnell genug gelesen. Aber gucken wir mal. Mimir, hast wirklich du diese Maschinen bauen lassen?
Odin wollte die Zwerge unter Kontrolle haben und, tja, ich überzeugte ihn, sich ihre Loyalität zu erkaufen, anstatt sie einzufordern. Eine Art Handel. Okay. Was ist das? Tod. Könnte ein Dino sein. Okay, gehen wir mal hier an Land. Ich bin von einem dieser Dinger nur noch 80 Meter entfernt, so wie es aussieht. Das geht mir ein bisschen auf den Nerven. So, ich bin hier. Ne, das sind nicht 180 Meter, aber ich könnte da landen. Das ist einer, der sich eingräbt. Mehrere, die sich eingräben. Ey, ey, ey! Kommt, kommt, kommt! Wo seid ihr? Komm, wir nehmen auf jeden Fall den Stein und werfen den irgendwo hin. Ah, da ist noch einer. Hier geblieben. Bleibst du wohl hier? Abhauen ist nicht. Oh, es werden mehr. Er klammert sich an die Wand. Wir müssen ihn runterholen. Ja, das werde ich gleich schon machen. Wo ist er? Da. Oh, hier gibt es wieder eine Rätselkiste. Das heißt, ich kann meine Energie wieder verbessern. Warte, warte, warte. So, wie komme ich an den ran? Der wird hier wieder besondere Dinge haben. Ja, ja. Du kommst gleich bestimmt wieder zum Vorschein, wenn ich hier hochklettere. Kann ich hier runter? Nicht? Ah, von hier aus kriege ich dich, ne? Ja. So. Kann man hier irgendwie noch... Kann man hier höher? Kann man das einfrieren? Ich glaube, dafür brauchen wir mehr Spezialausrüstung. Das heißt, hier komme ich nicht hin, oder was? Ist ja blöd. Wenn das irgendwas mit der Dingstruhe zu tun hat, dann ist das nervig. Okay, holen wir uns erstmal das Zeug hier. Zum Sachen verbessern. So, was hat es mit diesen Säulen auf sich? Man kann die kaputt machen. Hat das irgendeinen Grund? Damit die Viecher, die wir bekämpft haben, da nicht hochklettern können oder was? Okay, hier ist eine Rätselkiste. Was haben wir? Ein F, ein R und ein Baum, sagen wir mal. Ich kann mir halt sehr gut vorstellen, dass das da oben irgendwas dafür ist. Und da, wie Trio sagt, fehlt uns was für. Ich mach mal grundsätzlich hier alles kaputt, was ich sehe. Und wir nehmen natürlich alles mit, was ich auch sehe.
So, was bringt es mir, dich einzufrieren? Aha. Da haben wir ein F. Moment, wir wechseln die Waffe. Da komme ich nicht ran. Doch. Das war das erste Siege. Okay, hier muss ich nur die Siege zerstören. Hier ist das nächste, ne? Jupp. Wie soll das gehen? Oder ist es nur dazu da, dass man das sieht? Von hier aus kriegt man das auch nicht kaputt, oder? Oder? Warte mal, ich stelle mich mal hier so hin. Doch, das ist nur, damit man das sieht. Okay. So, wo ist das letzte Zeichen? Das letzte Zeichen wird sehr wahrscheinlich da oben auf dem Turm sein. Beziehungsweise, ich komme da gar nicht hoch. Ah, Moment. Hier war ich noch nicht. Das ist da oben bei den Rauch auf jeden Fall. Das höre ich nicht zum ersten Mal, muss ich sagen. Was steht da denn? Nicht atmen. Ja, es gibt mir EP, ich kann hier nicht hoch. Ja. Damit würde ich sagen, sind wir hier am Ende in einer Sackgasse. Oder? Ah, Moment. Ich glaube, da ist etwas. Ja, es ist zu kurz. Zack. Habe ich zumindest die Kiste. Was ist da drin? Ah, ein Apfel. Sehr schön. Ah, ich brauche jetzt zwei, um meine Gesundheit zu erhöhen. Okay. Ja, aber um da oben hinzukommen, wo der Rauch ist, fehlt mir eine Fähigkeit für. So wie sagen. Es ist Wasser. Kannst du das nicht einfrieren? Okay, das muss ich mir mal merken. Hier kann ich anscheinend noch nichts machen. Muss ich mal irgendwann zurückkehren. Das wird ja... Hat das was damit zu tun? Wahrscheinlich. Aber kann ich jetzt irgendwie nicht machen. Weil da fehlt mir Equipment für. Also nicht alle Zweige, was Brock uns in Beton, ja? Sich zwischen den Welten bewegen und irgendwo auftauchen. Ja, das ist eine seltene Fähigkeit, die vermutlich von einer geheimnisvollen Zwergengilde bewahrt wird. Wahrscheinlich ist es das Beste, dass die es können. Okay. Nächste Insel. Ah, hier sind wir nur 100 Meter von so einem Ding entfernt. Ein mystisches Tor. Sindri, was machst du hier? Vor dem Besuch bei Dürlin? Sehr weise. Er kann anstrengend sein. Ja, das glaube ich auch. Nett von dir.
Und hier haben wir ein mystisches Tor, was wir auch aktivieren können. Dann machen wir das mal gleich. Das ist sehr gut. Wenn ich halt diese Fähigkeit dann bekomme, bin ich gleich in der Nähe. Da ist auch noch so ein Rauchzeichen. Ich bleib erstmal hier. Ui. Sindri, ist das deins? Alles? Ja, kannst du da nicht hoch, Kratos? Ach, das ist eine Abkürzung für später. Da oben blockiert was. Dann müssen wir in die andere Richtung. Hier ist eine der Maschinen. Dieser Rauch über uns. Dort wollen wir hin. Mal sehen, ob wir sie abschalten können. Oh, gibt es viel zu entdecken. Schön, eine Weile aus Midgard raus zu sein. Was ist das da? Das. Ah, die Raben gibt's auch wieder. Geh, von oben. Atreus, kümmere dich um die. Komm an die noch nicht so wirklich ran. Ach, okay, dann kloppen wir uns hier. Wer war das? Komm da runter. Wenn du nicht kommst, komme ich zu dir. Ich hab's gemerkt. Ich hab's gemerkt. Hat der mir eine Kopfnuss verpasst oder was? Freunde, macht mich nicht sauer. Diese Viecher habe ich schon den Vorgänger gehasst. So. Merkt mal, von links. Wo? Hallo? Ah, da ist noch einer am Leben. Hinter dir. Ja, und da ist wieder eine Rätselkiste. Habe ich schon gesehen. Oh, diese Augen, ich hasse sie. Grimm, da oben. Hol ihn runter. Ja, ich hol ihn runter. Keine Angst. Hier geblieben. Hier ist noch jemand am Leben. Da. Die Maschine ist wahrscheinlich vollgestopft mit hilfreichen Materialien. Ich würde alles nehmen, was sie hergibt. Werden wir auch tun. Aber wo ist der Vogel? Den ich gesehen habe. War der hier? Das war ziemlich am Anfang, wo mich dann jemand gestört hat. Da. Okay, die gibt's also auch wieder. Alles klar, Leute. Es gibt 48 davon. Wow. Ja, die werde ich nicht alle finden. Das weiß ich jetzt schon. So, und was es hiermit auf sich hat und was es hier alles zu entdecken gibt, das sehen wir dann in der nächsten Folge, Leute. Vielen Dank fürs Einschalten. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Das würde mich riesig freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.